Let me tell you something. Yeah, that can whine, but yeah, that can. Okay, welcome everyone. Thanks for coming. We're going to start with questions now. That's all we've got time for today. Thanks for coming, everyone. Stuck in the middle, into my zone. Listen closely, what's that sound? Rising up from the underground, the heads they lost, but to Wir schauen hier ganz besonders auf Cristiano Ronaldo. Denn das ist das Duell gegen seinen früheren Verein, wo er immer noch sehr beliebt ist. Bleiben Sie dran. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch diese Partie begleiten. Uns erwartet hier heute ein Gruppenspiel aus der UEFA Champions League. Bayern München gegen Sporting. Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten, müssen auf Sieg gehen und das werden sie auch machen. Das wird spannend. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Joao Cancelo spielt gemeinsam mit Lucas Hernandez in der Abwehr. Joshua Kimmich steht mit Leon Goretzka im Mittelfeld. Und Cristiano Ronaldo spielt im Sturm gemeinsam mit Harry Kane. Alphonso Davies. Cristiano Ronaldo. Da passt der Klasse auf. Kimmich führt aus. Der Torwart hat den Ball. Gute Aktion. Es gibt ein Tor im Old Trafford. Ich gehe rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Manchester United. Daniel Malen hat das Tor erzielt. Da hat er keine große Mühe. Den Ball musste er... Kane! Oh, sie lassen diese Chance liegen. Ja, so kannst du ihn natürlich nicht überwinden. Das war überhaupt nicht konsequent. Diese kurze Meldung vom anderen Spiel mussten wir leider unterbrechen. Das Tor also für Manchester United. Sie führen nun mit 1:0. Es gab in den vergangenen Tagen Diskussionen um Cristiano Ronaldo, weil das natürlich der Club ist, bei dem er groß geworden ist. Er ist sozusagen ein Produkt dieses Clubs, seines heutigen Gegners. Ja, und man sieht, was Jugendarbeit bedeuten kann, Wolf. Aber heute ist das eine schwierige Situation. Heute ruhen die alten Freundschaften. Er muss sich auf sein Team konzentrieren. Für Nostalgie ist kein Platz. Außer vielleicht bei uns hier oben auf der Kommentatorentribüne. Der FC Bayern wieder am Ball. Steilpass von Kane.
Die Bayern haben aktuell mehr vom Spiel. Wir sehen das momentan auch an der überlegenen Ballbesitzquote. Und ich glaube, wenn das so weitergeht, dann werden sie irgendwann ihre Chancen auch nutzen. Und dann sehen wir hier gleich den Führungstreffer. Im Moment haben sie den Ballbesitz nicht. Gegenangriff erstmal. Jetzt könnte es eng werden. Abgefangen dieser Ball. Die Bayern im Vorwärtsgang. Cristiano Ronaldo! Sehr gut gemacht vom Torhüter. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Ecke kommt. Gute Balleroberung. Was machen sie draus? Flanke kommt rein. Die Szene erstmal zu Ende. Kimmich. Davis am Ball. Hereingabe für Cristiano Ronaldo. Er hat den Kopfball. Starke Aktion. War aber auch ein super Abschuss. Den musst du erstmal rausholen. Schön, wie er diesen Ball abblockt. Ballverlust hier durch Kane. Harry Kane. Sadio Mane. Mane bringt den Ball rein. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Wir schauen uns noch mal an, wie dieses Tor entstanden ist. Da ist die Flanke. Und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da, aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. So, wir hören's. Pausenpfiff. Das war's für den ersten. So, liebe Zuschauer, viel Spaß mit der zweiten Spielhälfte. Wir steigen nach der Pause wieder ein in dieses Gruppenspiel der UEFA Champions League. Die Rufe der Fans. Schieß, schieß, schieß. Sieht nach einer guten Chance aus. Kimmich. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. So wird das nichts mit dem Tor, der Torhüter ist da. Das Tor hätte ihnen sehr geholfen, die Nerven hier etwas zu beruhigen. So bleibt es nach diesem Alu-Treffer bei einer knappen Führung. Die machen weiter Druck, nächster Angriff läuft. Genau in die Arme von Jan Sommer dieser Schuss. Kane verliert den Ball. Ah, toller Pass. Geht er rein? Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Sie gehen schon früh drauf, gehen auf Ballgewinn und werden dafür belohnt. Sie stören früh und da haben sie Erfolg. Da kommt der Ball auf Ronaldo. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Wir schauen auf die Wiederholung dieses Tors. Erst die Flanke von Jack Grealish. Und dann macht Cristiano Ronaldo den Treffer. Klar, wenn er aus dieser Distanz seine Chance bekommt, dann nutzt er sie. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Und da zeigt er vollen Einsatz. Mit Erfolg. Er hat den Ball. Jetzt die Bayern im Angriff. Die Riesenchance. Jetzt können sie klären. Hätte sonst gefährlich werden können. Davis. Jetzt vielleicht. Er ist zur Stelle. In der Bundesliga steht dann bald das nächste Spiel an für Bayern München. Dann geht es auswärts gegen Leipzig. Und klar, da sind wir mit dabei und werden das Spiel ebenfalls kommentieren. Bisher ist das eine richtig gute Ballbesitzquote auf Seiten der Bayern. Und das ist schon klasse.
wie sie aus dieser Überlegenheit immer wieder zu guten Chancen kommen. Man führt, man ist auf dem besten Weg, den Sieg einzufahren. Sadio Mane. Cristiano Ronaldo. Da schießt er! Mit diesem Tor haben sie es. Daran zweifelt hier jetzt keiner mehr. Sie führen deutlich, haben ja alles im Griff. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann macht Cristiano Ronaldo den Ball aus kürzester Distanz rein. Unwiderstehlich. Ja klar, den lässt er sich nicht mehr nehmen. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Cristiano Ronaldo. Vielleicht die Chance. Cristiano Ronaldo. Adan hält. Super Aktion. Ecke kommt von Kimmich. Der Ball ist weg. Abstoß. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Und das ist der Schlusspfiff. Der Sieg heute geht an die Bayern. Es war ein super Spiel. Wir sehen hier die Freude, wir sehen die Begeisterung. Ein klarer Sieg, eine dominante Vorstellung. Some questions regarding the match? No more questions, thank you. Auf dieses Spiel haben alle gewartet. Es wird spannend. Bleiben Sie dran. Wir zeigen Ihnen diese Partie RB Leipzig gegen Bayern München. Willkommen in der Red Bull Arena, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zu dieser heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie zu Hause kommentieren. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. RB Leipzig gegen Bayern München. Ein Freundschaftsspiel also, aber das wird wohl trotzdem intensiv, da beide sich eine Menge vorgenommen haben. Den hält er natürlich. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Lucas Hernandez spielt mit Matthijs de Ligt in der Abwehr. Und Thomas Müller spielt im Sturm gemeinsam mit Harry Kane.
Die Aufgabe für die Gäste ist völlig klar. Sie brauchen einen Sieg, denn dann winkt ihnen die Tabellenspitze. Und auch wenn sich da oben natürlich noch viel verschieben kann, es wäre... aber jetzt erstmal Augen auf. Verhindert da, dass es gefährlich wird. Klasse Zuspiel. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Da kann er ihn stoppen. Es gibt Einwurf für den FC Bayern. Ballverlust hier durch Kane. Parejo. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Kimmich. Jetzt die Chance. Manuel Neuer kommt noch an den Ball. Ja, auch das wieder eine unglaubliche Aktion. Kimmich führt aus. Kein Problem. Der Torwart ist da beim Eckball. Ein wichtiges Thema ist heute auf jeden Fall Joshua Kimmich. Denn er muss heute gegen sein früheres Team ran. Ganz einfach ist das nicht, oder Buschi? Nein, die Frage ist ja immer, kann er dann auch in so einem Spiel seine gewohnte Leistung bringen oder lenkt ihn das alles ab? Er kennt die Fans, kennt den Club, aber hey, das ist ein abgebrühter Profi, dem macht alles drumherum nichts aus. Der wird heute seine Leistung bringen. Das sieht der Coach nicht anders, sonst würde er ja nicht spielen. Sie bekommen den Eckball und die Chance zur Führung. Ecke kommt von Kimmich. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. De Ligt. Ballbesitz Hernandez. Er steht richtig und stellt so den Passweg zu. Gut gemacht. Angelino. Es geht in die Pause. Da ist der Pfiff. Der erste Durchgang ist also beendet in dieser Begegnung. Die Leipziger am Anstoß. Ja, jetzt geht's weiter. Die Münchner stoßen an. Jetzt Ronaldo am Ball. Ballbesitz Müller. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Na, ist ein gefährlicher Steilpass. Tor Nummer 1 in dieser Partie. Die verdiente Führung. Ja, es läuft für sie. Haben die Partie im Griff. Bisher haben ja nur die Tore gefehlt. Hier haben wir den Treffer nochmal. Der schöne Steilpass kommt von Joshua Kimmich. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Leipzig ist in Rückstand geraten. Klar, kann ihnen nicht gefallen. Davis. Da ist Cristiano Ronaldo. Ball ist weg. Klasse durchgesetzt. Ball wird abgeblockt. Das haben wir schon häufiger gesehen heute. Er blockt die Schüsse ab und kann so seinem Keeper enorm helfen. Starkes Tackling hier. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga. Eingeblendet für Leipzig. Dann geht es auswärts gegen Bayer Leverkusen.
Und da sind wir natürlich gern wieder mit dabei. Der Ballverlust. De Bruyne jetzt am Ball. Das könnte was werden jetzt. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Aber dann scheitern sie doch. Ballverlust. Jetzt ist Platz für den Konter. Und das gibt Freistoß gegen die Bayern. Wechsel bei RB Leipzig. Oh, nee. Das war kein guter Freistoß. Ja, aber auch kein Wunder bei der Distanz. Sie wechseln also aus. Das ist die Chance jetzt. Er macht den Ball rein. Da hat er natürlich keine große Mühe. Leeres Tor. Ja, das darf er nicht machen in der Situation. Hier sehen wir es nochmal. Das ist ein klarer Torwartfehler. Ja, völlig ungewohnt. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Mount. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Der kommende Gegner von Bayern München wird uns hier angezeigt, Buschi. Ja, es geht gegen den HSV im nächsten Spiel in der Bundesliga. Das dürfte kein allzu großes Problem darstellen. Gute Aktion vom Keeper. Er verhindert hier einen späten Rückstand. Oh, war das wichtig. Vielleicht hat er ihn genau damit das Unentschieden gesichert. Sie sind da, Ball wird geblockt. Da ist der Ball erstmal raus. Kimmich bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Und er gewinnt den Zweikampf. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Vielleicht bekommen sie jetzt noch eine Chance. Könnte die Führung werden. Jetzt hat er den Ball erstmal wieder. An diesem Remis ändert sich hier also nichts mehr. Schlusspfiff, ich finde ein gerechtes Ergebnis hier in der Liga. Gebe ich dir recht. Get what we deserve.